Der demografische Wandel ist in vollem Gange. Die Gruppe der über 50-Jährigen stellt aktuell bereits die größte Bevölkerungsgruppe. Natürlich sind die Best-Ager, ihre Geldanlage und Altersvorsorge auch hier auf dem Fondskongress ein ganz großes Thema. Und auch das ist unser Thema jetzt hier am Stand von Standard Life. Bei mir sind Christian Nüschele, Head of Sales und Marketing von Standard Life. Und in der Mitte ist es Christoph Spahl, er ist Geschäftsführer der Akaris Consulting GmbH. Und Sie haben sich auf die Beratung der Best-Ager spezialisiert. Ich freue mich, dass Sie beide da sind. Herr Nüschele, fangen wir doch direkt mit Ihnen an. Was macht denn diese Zielgruppe der 50-plus aus Ihrer Sicht so spannend? Ich glaube, es sind zwei Dinge. Zum einen wächst diese Zielgruppe und es ist ein erheblicher Beratungsbedarf da. Zum anderen ist es eine Gruppe, die dann auch anfängt, sich mit dem Thema Erben und Schenken auseinanderzusetzen. Wenn man an Erbschaftssteuer denkt, denkt man immer an 500.000 Euro als Freibetrag. Das ist unheimlich viel Geld und jeder denkt sich, naja, wer hat denn dieses Geld auf der hohen Kante? Wenn Sie aber dann einen Schritt weiter denken, da ist Immobilienvermögen natürlich auch umfasst und bei den heutigen Immobilienpreisen sind Sie da ruckzuck. Deswegen ist da unheimlich viel Gesprächsbedarf da und jeder kennt jemanden, der seine Angelegenheit noch nicht geregelt hat. Also es ist einiges an Vermögen vorhanden, aber wir leben in Zeiten von Null- und Negativzinsen, ja. Und da ist es doch eine reelle Gefahr, einfach 500.000 Euro rumliegen zu lassen, oder? Na definitiv, das Geld wird ja immer weniger, aber dennoch passiert es. Und genau da setzen wir an, ja, mit Ideen und Lösungen, wie man Zugang zu dieser Zielgruppe bekommt und wie man dann ganz erhebliche Mehrwerte in der Beratung schaffen kann. Herr Spahl, Sie haben sich auf die Ruhestandsplanung und die Beratung von über 50-Jährigen spezialisiert. Worauf kommt es aus Ihrer Sicht hier ganz genau an? Ja, man muss wissen, dass die 50-Jährigen natürlich über einige Lebenserfahrung verfügen. Und wenn man jetzt noch bei den 50-Jährigen mal die Unternehmer und die Besserverdienenden nimmt, dann haben die auch einige Erfahrung gemacht mit Kapitalanlagen, mit Beratung, mit Banken und sind damit natürlich in der Beratung sehr viel anspruchsvoller. Und häufig sind sie trotzdem unberaten, weil sie mittlerweile keinem mehr trauen. Waren Steuerberater und Rechtsanwälte und die Banker noch die Ansprechpartner, ist es häufig das Internet heute, was nicht schlauer macht, sondern noch mehr verwehrt. Und wenn man das in der Beratung nicht berücksichtigt, wird man häufig von der Zielgruppe nicht akzeptiert. Umgekehrt, berücksichtigt man das, hat man sehr große Erfolge zu verzeichnen. Herr Nüschele hat Erben und Schenken schon angesprochen eingangs. Sie haben sich in Ihrem Vortrag hier auf dem Fondskongress ebenso mit Erben und Schenken beschäftigt. Ohne Zweifel natürlich ein wichtiges Thema für die zweite Lebenshälfte. Sie raten Ihren Kunden, und da muss ich jetzt sagen, in Anführungszeichen, meine Damen, meine Herren, zum Probesterben. Und da habe ich doch einiges Stirnrunzeln bei dem einen oder anderen erfahren, als ich in der Vorbereitung über dieses Thema gesprochen habe. Klingt also makaber. Was steckt dahinter? Wir Deutschen sind bekannt dafür, dass wir, wenn es um größere Anschaffung geht, uns sehr schlau machen. Dass wir Freunde und Bekannte fragen, wenn wir eine Immobilie kaufen, ein Auto finanzieren oder auch nur ein Mobilfunk kaufen. Anders sieht es aus, wenn es um den größten Vermögensübergang geht, nämlich das Versterben, das Vererben. In dem Moment sind viele Leute unberaten und das Estate Planning, Neudeutsch, ins Deutsche übersetzt, Nachfolgeplanung oder Probesterben, hat hier den Aspekt der wirtschaftlichen Auswirkung des Ablebens im Fokus. Das heißt, welche Folgen hat eigentlich eine Steuerzahlung oder auch Pflichtteilzahlung auf die Liquidität der Hinterbliebenen, aber auch in der Vermögensnachfolgeplanung auf die eigene Altersversorgung, wenn ich vorzeitig Vermögen übertrage. Und das Probesterben ist eigentlich nur ein plakativer Begriff, um gleich ins Gespräch einzusteigen. Und das funktioniert auch recht gut. Ja, nach zwei Tagen Fondskongress, Herr Nüschele, kann man sich schon mal über das Probesterben unterhalten. Allerdings. Aber welche Lösungen bieten Sie denn jetzt hier an in Bezug auf die Themen, die Ihr Kollege gerade erwähnt hat? Ja, wir haben eine Versicherungslösung entwickelt, die durch geschickte Vertragsgestaltung die Nachfolgeregelung im Versicherungsmantel ermöglicht. Über geschickte Konstellationen, zwei Versicherungsnehmer, zwei versicherte Personen, kann ich außerhalb der normalen Erbfolge schon bestimmen, wo ein Teil meines Vermögens denn hin soll. Und ich kann, wenn ich es ganz richtig mache, sogar auch die Steuer gestalten. Und da springt diese Zielgruppe natürlich drauf an, also als Konsequenz aus den Beratungsgesprächen, wie sie Herr Spahl führt, haben wir dann eben die passende Produktlösung. Die muss einfach, die muss transparent, die muss flexibel sein, die muss ein geschicktes Investment bieten. All das haben wir mit unserem Produktkonzept Weitblick kombiniert, zusammen mit einigen Hinweisen, wie man dann die Vertragsgestaltung angeht. Das ist ein solides Paket für unsere Berater und natürlich am Ende dann auch für unsere Kunden.
Also Gedanken machen über die zweite Lebenshälfte, durchaus auch unter dem Stichwort Probesterben. Erläutert von Christian Nuschel und Christoph Spahl hier auf dem Fondskongress in Mannheim. Ihnen noch sehr erfolgreiche, gute Gespräche hier auf dem Kongress und herzlichen Dank für das Gespräch. Alles Gute, Herr Franik. Danke.